Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac, Repetanze. Zur letzten Folge habe ich ein bisschen gespielt, wie ihr vielleicht seht, und ich habe fast alle Teile Charaktere freigeschaltet. Mir fehlt nur noch Bethany, weil ich die gerne im normalen Modus mit euch zusammenspielen wollte, weil ich die noch nicht so oft gebracht habe als Video. Und genau, heute werden wir mal einen Tated-Charakter spielen. Ich würde fast sagen, wir spielen Isaac. Der hat more options und less rooms. Er hat von Anfang an den D6 nicht, aber mehr dazu gleich. Zu den Tated-Charakteren werde ich auch noch ein Tutorial machen. Oh, hier seht ihr auch schon eine Special-Sache an Tated Isaac. Genau, wie man die freischaltet, wenn ihr das noch nicht wisst, wird noch ein Tutorial zu kommen. So, jetzt haben wir natürlich den super süßen Isaac, der erstmal schön richtig dummen Damage bekommen hat. Oh, was war das? Habt ihr das gesehen? Das ist einfach richtig viel Blut aus meinem Auge rausgespritzt. Richtig süß. Und ihr habt eben schon gesehen, was der Isaac tolle neue Sachen kann. Der hat halt zum einen... Oh, die kriegen keinen Damage durch Bomben. Das ist sehr interessant, das wusste ich nicht. Genau, er hat den D6 von Anfang an nicht. Die Räume sind kleiner, also die Ebenen, so wie ich das verstanden habe. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, dass wenn man Items bekommen könnte, dass sie immer so hin und her switchen, das ist dieses More Options. Also es ist nicht ganz, aber eigentlich schon. gleich mit diesem More Options Item, das man hat. Aber ich kann es jetzt nochmal hier zeigen. Guck mal, da haben wir sogar There's Options nochmal. Lol. Aber ihr seht schon, die Items switchen immer hin und her. Das heißt, man muss auch ein bisschen Timing beweisen für das Item, das man haben will. There Options ist eigentlich ganz geil. Hätte ich tatsächlich gerne. Springen wir mal den Bettler in die Luft. Kriegen wir sogar richtig viel Geld. Könnt sogar hinhauen, wenn wir die Ebene nochmal ganz klären. Genau, das ist die erste Sache, die anders ist bei Tainted Isaac. Und die zweite Sache ist, ihr seht oben links, ne? Da seht ihr jetzt mein Item da, also diesen Pencil, den ich aufgesammelt habe. Dann nehmen wir uns doch der Options mit. Jetzt haben wir noch mehr Options. Richtig cool. Auf jeden Fall ist dieser Platz da oben dafür da, also oben links, dass man nur 8 Items insgesamt mitnehmen kann. Dieser Isaac kann nur 8 Items insgesamt mitnehmen. Klar, er hat mehr Options, wie gesagt. Also er kann mega cool aussuchen, welche Items er mitnehmen möchte. Und man hat auch eine höhere Chance, dass halt richtig coole Items dabei sind. Aber er darf halt nur 8 Stück insgesamt mitnehmen. Und wenn man dann, man kann auch hier auswählen, welches Item weggeht. Wenn man dann 8 Items hat, dann geht nämlich das 9. Item einfach weg. So. Heißt, für die ganzen One, man kann das auch nicht erhöhen, kann man insgesamt 8 passive Items, das muss noch dazu gesagt werden, 8 passive Items haben und ein aktives, beziehungsweise wenn man, keine Ahnung, Mutters Purse oder sowas, irgendwie sowas war das, oder Mutters Rucksack oder so, oh, der ist böse, er hat, dann kann man natürlich 2 aktive Items mitnehmen, aber mehr geht nicht. Und dazu zählen leider auch, und das finde ich wirklich richtig sad, der hat richtig viele Leben verloren, oh mein Gott, richtig krasse Items, Moment, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Welches will ich mitnehmen? Leviathan? Fliegen wäre natürlich auch wieder geil. Aber dann müssen wir den Devil-Deal-Weg gehen. Oh, das ist schwierig. Ich nehme die Toothpicks mit, Leute. Ich nehme die Toothpicks mit. Dann können wir ein bisschen schneller angreifen. Und wir könnten den Mutters Weg gehen. Na komm, machen wir mal. Warum nicht? Den habe ich in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig gemacht. Da weiß ich den Weg wenigstens. Let's go. Oh, das ist mega gut. Okay, Health-Up-Pillen sind natürlich der absolute Wahnsinn, weil man eben kein Health-Up über die Items bekommen möchte, quasi. Also man kann sie natürlich bekommen und dann kann sie auch mitnehmen. Aber das Health-Up wird natürlich weggenommen, sobald dann das Health-Up-Item auch weg ist. Heißt, so Health-Up-Pillen sind eigentlich die einzige Möglichkeit, um gute Items mitzunehmen, die einen zu einem stärker machen etc. Also dass man dieses Spiel überhaupt schaffen kann. Und trotzdem viele Leben oder viele rote Leben, oh shit, haben kann. Tschüss Devil-Deal-Chance, ein bisschen sad, aber ich wollte sowieso nicht zum Devil-Deal. Leider ist damit meine Angel-Deal-Chance jetzt auch für die nächste Ebene. Oh, fuck. Sehr, sehr gering. Das waren 2 sehr dumme Treffer. Schade. Ja, ich nehme auf jeden Fall das Rechte mit. Tiersub ist immer gut und ein paar blaue Herzen natürlich auch. Geilomatico. Das ist zumindest schon mal eine gute Ebene. Ich setze auch mal hier kurz meine einzige Bombe ein. Oh, für 25. Ja, für 25 Münzen. Vor allem, die können wir doch jetzt einfach ausgeben. Und wenn wir die dann einmal ausgegeben haben, dann ist es auch egal, dass diese 25 Münzen weg sind. Wenn ich nicht jetzt Minus kommen kann, was ich mir aber vorstellen... War ich hier schon drin? Hä? Was ich mir aber vorstellen kann... Oh, ist das Feuer hier aus? Weil hier Wasser ist? Hey, ist ja mega interessant. Ich werde das Fragezeichen mitnehmen. Oh, mega gut. Ist das dieses Feuerding? Das wäre mega krass. So, wir kommen auf jeden Fall auch in den Shop rein. Better Pills, ja, nehmen wir mit. Herzchen nehmen wir auch mal mit. Because why not? Kriegen noch eine Bombsa-Key-Pille, die uns erstmal gar nichts sagt. Okay. Ja, das war doch eine schöne Ebene, möchte ich sagen.
Ah, nee, es war nicht das, was Feuer spuckt. Es gibt nämlich auch so ein anderes Item, das so ein Chili, mit dem man Feuer spuckt. Die ist ganz cool. Aber ich glaube, was wir gerade eingesammelt haben, ist eine Tomate, die macht, wenn man damit einen Gegner trifft, dass dann die anderen Gegner den irgendwie angreifen. Ich glaube, das war das, genau. Ja gut, dann können wir aus dieser Ebene erstmal wieder raus. Und ja, allgemein ist dieses DLC super krass, ne? Hätte ich gewusst von Anfang an, dass es diese ganzen Tainted-Charaktere gibt, dann hätte ich mir das DLC auch schon viel, viel früher gekauft. Ich habe ja, glaube ich, 1 oder 2 Monate gewartet, bis ich das gekauft habe. Warum auch immer, weil ich dachte, ja, das DLC gibt ja jetzt nicht so viel, ne? Gibt ja jetzt nicht so viel. Aber, okay. Nein, Cursed Eye will ich natürlich nicht. Guck mal, das ist auch cool. Man kann einfach sein Cursed Eye wieder weggeben. Ich will den Scheiß nämlich nicht. Sonst als nächstes würde ich dann, glaube ich, die 25 Münzen weggeben, um zu gucken, was dann passiert. Eigentlich kann man das bestimmen, welche Sachen man weggeben möchte und welche nicht. Ja, aber hätte ich das mit den Tainted-Charakteren früher gewusst, dann hätte ich mir das DLC auch viel früher gekauft. Weil das ist ja wirklich ein mega Game-Changer. Du kriegst einfach 2 neue Charaktere mit Bethany und Jacob und Esau. Erstmal das. Und dann wird noch jeder Charakter, auch die alten, einfach verdoppelt. Ich finde das ultra krass. Greift er sich gerade selber an? Lutscht er sich gerade selber an seinem Schwanz? Was ist denn da los? Ah, oh mein Gott, ich liebe es. Ich liebe, dass wir diese Tomate haben. Der hat sich einfach selber... Guck mal, der lutscht sich einfach selber. Richtig der Funnige. Ja, okay. Und der sticht sich selber. Er lutscht sich selber und er penetriert sich selber. Ah, ich finde das mega gut. Was ist mit ihm? Oh, witzig. Okay, das war schon mal sehr, sehr funny. Damage finde ich gut. Nehme ich mit. Haben wir... Nee, und wir verlieren nicht mal unsere Münzen. Ultra gut. Okay, wir werden... Shit. Wir werden nicht in den Devil Deal gehen, aber wir brauchen auf jeden Fall Bomben. Wir brauchen 2 Bomben, um den Weg zu Mutter da weiterzugehen. Aber ich sehe gerade was. Leute, wir können ja noch so lost werden. Wir können so lost werden. Müssen wir sogar, um den Weg zu gehen, den ich gehen will. Und in der Spiegelwelt. Zumindest schon mal das... Knife-Stück. Risiko, dass wir irgendwo Bomben bekommen. Ich brauche Bomben, sonst wäre das hier alles voll nutzlos. Obwohl, warte, nach dieser Ebene können wir, glaube ich, auch noch in die Minen gehen, ne? Ja, dann müssen wir das hier gar nicht machen. Und da bräuchten wir auch nochmal eine Bombe. Ich meine, wir könnten unsere Schlüssel auch zu Bomben machen. Ach, scheiß drauf. Wir setzen das jetzt einmal ein. Weil ich glaube, wir können in der nächsten Ebene tatsächlich auch einfach in die Minen gehen. Also das müssen wir jetzt noch nicht machen. Stachelilachli gehen wir natürlich trotzdem noch rein. Da haben wir einmal eine richtig coole Bombe, die uns gar nichts bringt. Oh, okay, hat sich schon gelohnt. Ja komm, verlieren wir kurz ein Leben. Hätten wir sowieso verloren beim Rausgehen. War doch gar nicht so schlecht. Das war ganz schön top-notch. Was passiert, wenn ich die 25 Dinger jetzt hier wieder einsammle? Krieg ich dann nochmal 25 mit? Nee, okay, schade. Das wäre richtig cool, wenn man das Spiel dadurch einfach kaputt glitschen könnte. Aber ich glaube, da gibt es dann viel zu viele Items, die einen zu stark machen, ne? Ich denke da jetzt an die Black Candle oder so, dass man jedes Mal wieder ein schwarzes Herz bekommt, wenn man die einsammelt. Oder halt diese 25 Münzen jetzt, dass man dann endlich Geld hat. Das wäre aber auch witzig, muss ich sagen. So, World können wir eigentlich mal einsetzen. Aber geht scheinbar nicht. Da hat der Edmund McMillan nachgedacht. Ja, ja. Aber hands down, das ist doch wirklich das beste DLC, das der Edmund jemals rausgebracht hat, oder? Und ich weiß, er meinte ja, das ist jetzt irgendwie das letzte DLC, aber das hat er jetzt auch schon 3-mal gesagt oder so. Also vielleicht wird er sich da noch neue Sachen einfallen lassen. Oder... er bringt gleich wieder so ein Remake raus, weil Isaac... Repentance ist ja eigentlich auch nur ein Remake. Warte mal, das will ich gar nicht haben. Haben wir irgendein Item, das wir nicht so toll finden? Wir könnten ein bisschen Speed weggeben, I guess. Oh, guck mal, wir verlieren nicht mal den Speed, den wir durch diesen Consolidation Prize bekommen haben. Ultra gut, ultra gut, ultra gut. Okay, Stachelraum, bitte Gabi-Items. Mist, ich gehe mal richtig gerne in die Stachelräume rein. Weil ich immer hoffe... Jera ist natürlich auch mega gut. Auf... Gabi-Items. Das ist der einzige Grund, warum ich da reingehe. Ich würde auch richtig gerne in den Geheimraum reingehen, den wir hier haben. Aber wir haben nur eine Bombe. Wir brauchen halt 2 Bomben, um in die Minen jetzt reinzukommen. Also das ist eigentlich höchste Priorität, die wir gerade haben. Ich glaube, ich kaufe sogar diesen Sack. Ja, da haben wir eine Bombe drin. Okay, mega, mega, mega. Danke, danke. Danke, danke. Na, du Süßer. Ich kann dich gerade nicht angreifen. Komm mal hierher, ja, komm mal her, ja, ja, schlag mich ruhig. Schlag dich am besten selber, weil du bist jetzt voller Tomatensoße. Und man kennt's, wenn man mit Tomatensoße eingedeckt ist, will man sich immer selber hauen. Oder nicht? Also ich kenne das so. Weil der einzige Grund, warum man mit Tomatensoße überzogen werden würde, sollte, tun, ist, wenn man von einem Stinktier getroffen worden ist. Und wenn man stinkt wie ein Stinktier, schlägt man sich nur mal selber. Okay, das ist auch wieder richtig assig. Guck mal, wie viele gute Items hier dabei sind. Oh, damit. Ein Health-Up wäre natürlich cool, dass uns auch ein... Ja, komm, dass es auch ein Tier-Sub gibt.
Aber nicht für das Ding. Dann für das Messer, das wir um uns rum haben. Wir haben sogar zwei Bomben. Wo haben wir die zweite Bombe her? Ach ja, haben wir uns gekauft. Im Shop. Schlauer Dizzy. Schlauer Dizzy hat eine Bombe gekauft. Cool, dann können wir uns sogar das zweite Knife-Stück holen. Ja, aber mehr oder weniger ist das dann unser Loadout jetzt, nicht wahr? Dann müsste sich vielleicht mal Gedanken darüber machen, was man dann als nächstes weggeben könnte. Ich würde sagen, wir geben diesen komischen Stift weg. Weil der jetzt nicht so krass ist. Ich glaube, das linke ist gut, ne? Shanks of Fire X-Sex. Auch nicht so geil, aber besser als der Stift. Das ist ja wohl allemal, oder? Cluster of Tears ist auch Level 3. Hm. Aber ich glaube, diese Säcke da finde ich besser. Okay, letzter Knopf ist hier. Hier haben wir noch einen Stachelraum mit ein paar Gegner drin. Mag ich doch, mag ich richtig gerne. Guck, da holen wir uns schon unsere Spinnen und Fliegen hier. Das ist aber auch nicht so ein geiles Item. Also ich glaube, das würde ich dann auch instant wieder weggeben, wenn wir irgendwas anderes haben. Jera ist besser als Immun. Ich bin sehr freudig überrascht, dass wir so viele Health-Ups durch die Pillen bekommen haben. 3 Stück an der Zahl bisher schon. Nee, 2, ne? 2 und 1 durch diesen komischen Pilz. And hello, hello, Mr. Fly. Ich möchte bitte dich mit ihnen knuddeln. Das habe ich in letzter Zeit auch so häufig gemacht. Ich bin jetzt einfach Profi da drin, dem auszuweichen. Ich muss sagen, die Lecklaufsequenzen hier. Oh Gott, der hat mich fast getroffen. Ich warte einmal kurz, weil sonst nervt er in der nächsten Ebene. Wiederholen sich doch relativ stark. Also, je häufiger man das hier macht, umso einfacher wird es natürlich. Das ist zum einen natürlich positiv, zum anderen wird es aber halt auch ein bisschen langweilig. Hui! Aber machst du nichts, ist trotzdem eine coole Sequenz. Wow, okay. Da hatte ich Glück, dass er mich nicht getroffen hat. Also ja, ist auf jeden Fall mal was Neues. Na gut, das war dumm ausgewichen. Und damit habe ich leider auch meine Devil-D-Chance weggegeben. Beziehungsweise meine Angel-D-Chance. Oh mein Gott. Mist! Hey, eigentlich werde ich hier nicht getroffen. Das ist die Aufregung, Leute. Die Aufregung, weil ich hier reden muss. Weil eigentlich ist das nicht mehr so schwierig. Ja, da wird er mich wieder treffen. Hat er nicht, hat er nicht. Du Dummkopf. Okay, wir sind gleich raus. Wir sind schon gleich raus. Das ist, glaube ich, schon die letzte Ebene. Und dann bist du hier. Und dann sind wir draußen. Und das ist auch ein Kritikpunkt, Leute, dass die immer so lange noch rumschreit und man dann immer warten muss, dass man hier nicht raus darf. So ein Bullshit. Und jetzt so im Nachhinein hätte ich vielleicht erst den Boss erlegen sollen, bevor ich zur Mutter gehe. Das war vielleicht ein bisschen dumm. Vor allem ich hätte das ja schon vorher machen können. Da hatte ich auch noch blaue Herzen. Ja. Hätte ich mal machen sollen. Aber immerhin lernt er Dizzy. Der Dizzy lernt dazu. Bei dem weiß ich, den habe ich so selten besiegt. Ich weiß gar nicht. Okay. Wann er seinen Laser macht. Wenn ich ehrlich bin. Der zieht mir gerade auch ein paar zu viele Leben ab. Mag ich nicht. Finde ich nicht gut. Nee, finde ich nicht gut. Oh, das baut ja sogar Gegner. Lol. Ist das der Laser? Ja, das ist der Laser. Das ist ja ein richtig dicker Laser. Hast einen richtig dicken Laser drauf. Sehr viel Druck auf deinem Mund, hä? Sehr, sehr. Wow. Sehr, sehr viel Druck. Bitte lass mich doch. Das war sehr viel dummer Damage. Muss ich einfach mal zugeben. So, Planetarium-Chance wäre richtig geil, ne? Ich glaube, ich will tatsächlich die Planetarium-Chance. Behalte ich die Planetarium-Chance? Hä? Ist ja gar nicht gestiegen. Hallo? Hallo, wo ist meine Planetarium-Chance? Excuse me? Da steht plus 15% Planetarium-Chance. Aber da links steht's nicht. Ist die Frage, ob ich das behalte? Hab ich gar keine Leben mehr, ne? Scheiße. Oh boy, okay, das kann das werden. Oh mein Gott, das Mausoleum. I don't like it. Ja, wir haben eine 16% Chance auf dem Dingsbums. Finde ich richtig OP. Finde ich mega cool, dass ein paar Items auch angepasst worden sind mit Repentance. Einige sehr, sehr gute Neuerungen. Zum Beispiel dieser Ball, der war ja früher mal richtig kacke. Ich glaube, ich gehe auch gerade mal die Chance hier ein. Auf ein paar... Oh, auf ein paar blaue Herzen. Noch mehr Damage. Ja, nimm ich. Was mit meiner Planetarium-Chance? Bleibt dieselbe? Okay, cool. Ich weiß gar nicht, muss das Planetarium im Anfangraum schon angezeigt werden oder kann da überall erscheinen? Ich weiß das gar nicht. Aber Planetarium-Sachen sind auch richtig, richtig wild. Wir gucken einmal, was es ist. Was war's? Wafer. Halber Damage nur. Ah, das ist auch wild. Okay, ich glaube, dann möchte ich PhD nicht haben. Tschüss, PhD. Bye, bye. So richtig stark sind wir auch nicht. Wir haben 6er Schaden. Geht aber klar. Wir müssen auch um einige stärker werden. Für Mutter, merke ich gerade. Das wird sonst ein sehr, sehr langer Fight gegen die.
Die bringen sich selber um, ihr Dummköpfe. Die laufen die ganze Zeit gegen diesen Stein dagegen. Mega funny. Goldenen Raum hatten wir schon. Wir haben relativ viele Leben. Ja, Mom und... Hä? Ach, der kommt auch noch. Leute, wir sind noch lange nicht bei Mom. Dauert das so lange? Okay, wild. Oh nein, der Boss ist auch richtig eklig. Den kennt ihr ja nur auch schon. Den hatten wir auch irgendwann mal gespielt. Der ist auf jeden Fall mega assig. Den habe ich noch nicht so ganz durchblickt. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr nett, sehr viel nettere. Vor allem seine eine Attacke. Mal gucken, ob er die macht. Finde ich richtig assig. Ja, die ist natürlich auch assig, weil da macht er immer sein scheiß Laser. Er macht doch selber einen Laser. Woher soll man wissen, wo er da irgendwann... Und diese Attacke finde ich richtig assig. Woher soll man wissen, wo er da irgendeine Attacke macht? Weil man einfach immer viel zu langsam ist, um da irgendwie ausweichen zu können. Die Attacke ist in Ordnung, obwohl sie auch... Ist, oh mein Gott, sehr assig ist. Ich krieg so viel Damage. Und tschüss, Angel, die Chance. War schön mit dir. Naja, 11% habe ich ja noch. Eine 1/10 Chance. Mann, woher soll ich denn wissen, wo du hinschießt, du Blödkopf? Woher? Oh, du hast mich mal nicht getroffen damit. Wow, richtig toll. Mag ich. Wir nehmen Spun mit, nicht wahr? Okay, unsere Tränen werden zumindest schon mal ein bisschen größer. Und Mom sollte, glaube ich, trotzdem anhalten, ne? Also, dass wir Mom werden, wenn wir genug Mom-Items aufsammeln. Wir hätten noch einen Stachelraum. Den nehme ich natürlich auch noch mit. Okay, hat überhaupt nichts gebracht. Wir haben zumindest einen Schlüssel bekommen. Immerhin. Besser als gar nichts. Dafür den ganzen Weg zurückzulaufen? I don't know. Okay, nochmal ein halbes Herz. Doch, doch, dann hat sich das schon gelohnt, zurückzulaufen. Und ich glaube fast, ich möchte sogar die Planetarium-Chance haben, als mehr Items zur Verfügung, oder? Ist halt auch mega stark, aber ihr wisst gar nicht, wie krass diese Planetarium-Scheiße sein kann. Da können so krasse Items drin sein. Das würde ich ungern missen wollen. Passt schon, passt schon. Was bist du? Also das Ding nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist ja ultra gut. Okay, dann haben wir zumindest schon mal viele Leben. Jetzt ist die Frage, da haben wir noch eine satanische Bibel, die nehme ich auch noch mit. Aber die Frage ist, wenn ich jetzt noch ein Buch einsammle, dann müsste ich ja Bookworm bekommen, nicht wahr? Ja, okay, wir haben Bookworm. Ultra strong. Ich weiß gar nicht genau, was Bookworm macht. Ich glaube, das macht ab und zu, dass wir einen Triple Shot machen. Weil wir, ja, ein Double Shot zumindest, weil wir ein Dreierauge sind. Die Psyfly, okay, ja, nehmen wir mit, ist einfach viel zu strong. Hilft auf jeden Fall, weniger Damage zu bekommen. Okay, also Verwandlungen gehen, solange das nur Bookworm ist. Ich weiß nicht, wie das sich bei anderen Transformationen verhält. Das jetzt mal auf Gabby eingelöst oder zum Beispiel hier auf Best Bud. Bitzelbub! Okay, das ist ja cool. Das funktioniert doch alles so. Man muss die Items gar nicht dabei haben. Geil, ey, wir können fliegen. Okay, das ist ein Game Changer. Naja. Hätten wir es früher bekommen, dann wäre es ein Gamechanger. Aber auch so ist Bitzelbub natürlich nicht schlecht. Und dann hätte ich vielleicht doch lieber Gabby-Items. Man muss sie ja nur aufheben, man muss sie ja nicht dabei haben. Ha, gar nicht so schlecht. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Lol. Schon wieder More Options. Wie krass wäre das, wenn wir das weiße More Options hätten, dieses More Options und allgemein die Tainted Isaac-Version von More Options. Hätten wir auf jeden Fall die Chance gehabt. Mega witzig. So, ich spende doch mal ein bisschen Geld, weil ich habe die Befürchtung, ich brauche sowieso nicht mehr. Und dadurch kann man ja meines Wissens, fuck, auch noch die Angel die Chance ein bisschen erhöhen. Come on, der hatte halt Legit Geld in seinem Hals drin und wir haben es nicht bekommen. Und cool. Die Fliege, ey, die Fliege. So witzig. So, Boss müsste jetzt Mom sein, ich war ja. Mom, aber die Mom, die einen Laser macht. Bei der Mom ist man aber auch... Ah! Relativ... Wow, was geht denn mit ihr? Warum hat sie dreimal getreten? Ist das normal? Weil an sich ist man bei ihr safe, wenn man an ihre Augen rangeht. Hä, mega weird. Warum hat sie denn gerade dreimal getreten? Okay, das fand ich jetzt ein bisschen assig. Lol, hä, ist das eine Special-Version? Sie sieht nicht anders aus. Sie sieht aus wie immer. Aber sie tritt einfach dreimal. Hä, ultra uncool. Kannst du es bitte lassen? Ich brauche alle Leben, die ich haben kann. No joke, eigentlich ist sie viel, viel einfacher. So, aber wir haben dieses Messer und mit diesem Messer kann man jetzt nämlich hier dieses Ding aufmachen, das ganze nett. Wir gucken trotzdem mal nach. Ob wir, ja, doch. All Sets up. Statt was? Fuck, ich finde das alles gut, was wir haben. Also ich nehme auf jeden Fall den Halo mit. Wir müssen mal kurz gucken. Squeezy plus 0,4 Tiers up nur.
Ist, glaube ich, nicht so strong, oder? Ist Squeezy besser als Toothpicks? Nee, Toothpicks sind besser. Nehmen wir die auf jeden Fall mit. Wie ist unsere Range? Auch ganz in Ordnung. Joa, Squeezy. Dann bleibst du wohl hier. Passt schon. So, jetzt hier gegen Mordas Herz. Sollte auch nicht so schlimm sein. Das ist eigentlich immer ein guter Indikator, wie stark man ist. Wie schnell man Mutters Herz besiegen kann. Ich kann auch eigentlich wieder nur stehen bleiben, weil ich diese nette Psyfly habe. Die ist so cool, Mann. Ich mag sie. Pow, pow, pow. Ich bin eine Psyfly. Ich mache alles weg. Ich bin ein echter Ninja. Richtig, die Ninja-Moves. Okay, hat schon sehr, sehr lang gedauert. Korps 1. Und die nette Nicole hat mir gesagt, Korps ist ein Körper. Wusste ich nämlich nicht. Wir sind in dem Körper drin. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, nicht wahr? Aber ist mir gerade wieder ins Gedächtnis gekommen, dass wir in irgendeinem Körper drin sind. In Mutters Körper oder so. Es gibt ja auch so einen komischen Boss, nicht wahr? Den man besiegt. Vielleicht sehen wir den sogar. Ich glaube, das ist die Ebene, wo der dran käme. Oder nicht? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, das ist die Ebene. Und wenn man den besiegt, dann landet man nämlich irgendwie in seinem Körper und muss da gegen seinen Hodensack kämpfen. Auf jeden Fall sieht das aus wie sein Hodensack. Ist wahrscheinlich nicht sein Hodensack, sondern sein Herz. Sein verkümmertes Herz. Sieht einfach aus wie ein Hoden. Aber ja, vielleicht sehen wir den hier. Wäre ja funny. Und es ist nicht der, aber auch ein anderer, ne? Scourge habe ich, glaube ich, noch nie im Video gezeigt. Das ist quasi eine Vogelscheuche, I guess. Ein bisschen abgeguckt von Dead Cells, vermute ich mal. Dieser Tag habe ich noch nie gesehen, Leute. Ich habe den bisher sonst immer so schnell getötet, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was er macht. Ich finde witzig, dass wir... ist das böse? Oh, okay, er schießt. Ich bin so froh, dass ich dieses Psyfly habe. Holy shit. Psy, du bist der Beste. okay, der hat jetzt nicht so viel gemacht. Das war ja relativ langweilig. Wahrscheinlich hätte man seine Ranken gerade töten sollen, nicht wahr? Leben ausgeben für so einen Scheiß? Nee. Okay, sehr interessant. What the fuck? Was ist da gerade passiert? I don't know. So, letzte Ebene. Wir können gegen Mutters... oder gegen die weiße Mutter antreten. Die Ebene sollte auch kein wirklich großes Problem sein. Von dem her würde ich sagen, ich springe einfach zum Boss. Könntest du mich bitte loslassen? Danke. Hey, was sind das denn für Kommentare? What the fuck? Okay, das kannte ich auch noch nicht. Die halten einen einfach fest. Alles klar. Das ist so nice, dass ich Beelzebub habe. Guck mal, wie cool das ist. Jetzt habe ich hier einfach vier komische Fliegen. So viel übrigens dazu, zum Boss zu springen. Die hier die ganze Zeit die Gegner einfach vergiften. Okay, mit mega vielen Leben. Wir lassen die Dinger mal kurz platzen, weil da kommen Fliegen raus. Eigentor. Okay, wir haben volle Leben. Wir können noch einmal die satanische Bibel einsetzen. Wir kriegen nur halben Damage dank Waver. Unsere Items sind jetzt nicht allzu krass. Wir haben aber relativ viel Damage. Wir haben noch Jera, was uns absolut gar nichts bringt. Wird wahrscheinlich relativ lange dauern, die zu besiegen. Let's go. Viel mehr konnte ich da jetzt nicht raushauen. Ich bin richtig froh, dass ich die... Oh, wir haben diese Fliegen. Das ist auch ultra gut. Und dass ich die Psyfly habe. Das ist sowieso der Gamechanger Nummer 1. Die erste Phase von ihr ist zum Glück auch nicht so krass. Die ist ja quasi nur wie Mega-Satan so ein bisschen, nicht wahr? Also an sich ist sie wirklich kein Problem. Die zweite Phase ist ein bisschen assig. Da hat sie ein paar assige Angriffsmutter... Muster? Mutter. Ah! Und wir verlieren zum Glück nur ein halbes Leben mit jedem Hit, den wir bekommen. Das ist ganz nett. Also ohne Waver wird das hier wahrscheinlich ein bisschen eklig werden. Oh Gott. Okay, what the fuck? Wir machen so wenig Damage. Ich will nicht mit dir bald spielen. Okay, die Attacke habe ich auch noch nie gesehen. Jetzt kommt ein Laserstrahl. Und dann prasselt sie auf die Erde hinunter, weil sie so hässlich und doof ist. Ja, die Attacke ist schon mal assig. Aber die geht auch noch voll klar. Und die zieht nicht mal meine Bomben ran sich. Das ist ja doof. Ich glaube, wir machen mehr Damage, wenn wir erstmal mit den Bomben agieren, oder? Oh, hier, Bombe. Ich weiß, du magst Bomben. Hier, noch eine Bombe für dich. Ganz viele Bomben. Ich bin leider auch zu sehr Mann, dass ich nicht Bomben hinplatzieren könnte und gleichzeitig angreifen könnte. Au, okay, da war ich zu langsam. Ich bin wirklich langsam. Den Gürtel durfte ich... Aua, durfte ich ja nicht mitnehmen. Du blöde Kuh, ey. Ja, die Attacke ist mega assig. Geht aber an sich auch voll klar. Aber ab und zu sieht man die Striche nicht. Oh... Okay, ich sollte mich am liebsten gar nicht bewegen, ne, wenn das hier ist. Weil dann kann meine Psyfly schön arbeiten und dann ist alles gut. Aufregend, aufregend, aufregend. Ich habe keine Bomben mehr, alles klar. Und ich habe vergessen, was ich eben sagen wollte. Ist ja auch... Wir haben sie schon besiegt! Okay, ich hätte sogar ohne Waver sie besiegt. Lol. Wir haben den Dice Bag bekommen, Leute, den Dice Bag. Eine neue Sache freigeschalten.
Ganzes Spiel durchgespielt für ein neues Ding auf dem Zettel. Okay, das Ending kennt ihr, glaube ich, schon. Ja, kennt ihr schon. Habe ich letztes Mal schon gezeigt. Wir haben den Dice Bag. Da werden wahrscheinlich Würfel drin sein. Gibt's ja auch schon mit dem Bomb Bag und den Sex Sack und den Coin Sack etc. Aber ja, das war der erste Tainted-Charakter, die ich euch zeigen konnte. Die anderen werden wahrscheinlich noch ein bisschen krasser sein als jetzt Isaac. Obwohl das auch schon krass ist, dass man nur 8 Items an der Zahl mitnehmen darf. Von wem ich weiß, dass er, glaube ich, richtig krass ist, ist Eve. Könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, wen ihr als nächstes sehen wollen würdet. Dann würde ich den als nächstes zeigen. Auf jeden Fall erfolgreich heute Idle World abgeschlossen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.